Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Im letzten Video habe ich angefangen, euch zu zeigen, wie man eine Menüleiste mit einer Liste aufbaut. Und in dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie der Farbverlauf als Hintergrundbild funktioniert. Und zwar auch nur das, weil da gibt es einige Möglichkeiten, die man sich wirklich auch anschauen sollte. Und das reicht dann auch für die Länge eines Videos. So. Und das ist das, was wir bisher programmiert haben. Ich habe eine Liste. Ich habe einen Farbverlauf, der als Hintergrund zu dieser Liste fungiert. Und ich kann mit diesem Farbverlauf ein bisschen spielen. So. Wir hatten hier erstmal unser Menü definiert. Und da haben wir gesagt, so, wir nehmen einen Identitätsselektor, ein Identity Selector, und dem fügen wir ein Background Image zu, ein Linear Gradient. So, der erste Wert, der in den runden Klammern hinter Linear Gradient steht, bezeichnet den Winkelwert. Und wenn ich den zum Beispiel auf 0 setze, wir hatten den jetzt auf 90 gesetzt, aber ich setze ihn jetzt mal auf 0, dann passiert Folgendes. So, dann wird der von oben nach unten angezeigt. So, und 90 ist halt auf der Uhr 3 Uhr und dann läuft das eben von rechts nach links. Ich könnte jetzt auch angeben 45 Grad und wenn wir uns das ansehen, was das macht, dann wird das so leicht schräg angezeigt. Hier sieht man das. Nee, sieht man nicht gut. Oder ich könnte das Ganze auf 180 Grad setzen. Dann wird das genau umgedreht angezeigt, nämlich von unten nach oben. So sähe das jetzt aus. Oder ich könnte auch wählen 270 Grad. Und dann würde das von rechts, links nach rechts, nee, von rechts nach links angezeigt. Also gelb ist der erste Wert und dunkles Orange ist der zweite Wert. Gut, aber ich möchte das Ganze jetzt auf 90 Grad erstmal behalten. So, jetzt kann ich hier hinten beliebig viele Farbwerte angeben. Und ich gebe jetzt einfach nochmal zweimal Yellow ein. Speichere das Ganze ab und wir schauen uns mal an, was der uns macht. So, und jetzt seht ihr, ist der Farbverlauf dort, wo er beginnt, von gelb in dieses dunkle Orange überzugehen, sehr viel weiter hinten gesetzt, also gar nicht mehr mittig. Und das liegt einfach daran, dass der Browser das Hintergrundbild in vier verschiedene Teile aufteilt. Es gibt also ein Farbverlauf von gelb zu gelb, also natürlich dann gar keinen Farbverlauf, weil gelb und gelb die gleiche Farbe ist. Dann gibt es das noch ein zweites Mal. Das heißt, die ersten zwei Blöcke weisen keinen Farbverlauf auf bis zur Mitte. Und dann ab der Mitte, das ist der dritte Block, bis zum vierten Block, da wird ein Farbverlauf gesetzt. So, und ich kann beliebig viele Farben hier reinsetzen und der teilt mir das dann immer auf. Es wird gleich aufgeteilt, also wenn ich jetzt 5 Farben angebe, dann teilt er mir das in 5 gleiche Abschnitte auf. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich gebe mal eine ganz blöde Farbe an, Purple. Das passt nun gar nicht dazu, aber das macht das eben deutlich, dass auch da ein Farbverlauf stattfindet. So, und jetzt seht ihr, das sieht man, kann man jetzt nicht mehr so richtig abschätzen, aber er hat mir das tatsächlich in 5 gleiche Blöcke aufgeteilt. Und der vierte Block ist dieses dunkle Orange und der fünfte Block ist dieses dunklere Lila. Und dazwischen gibt es auch einen Farbverlauf. Und so kann ich das dann eben ganz beliebig machen. Ich kann am Anfang zum Beispiel nochmal ein Grün setzen. Und dann sieht das so aus
So, und ihr könnt alle Farben reinsetzen, ihr könnt 100 Farben reinsetzen, das wird dann bloß ein riesen Matsch werden. So, und das macht im Prinzip, macht ihr das mit dem Wert Linear Gradient und dass ihr dem noch weitere Werte übergibt. So, und ich möchte jetzt hier aber erstmal dieses Yellow, Yellow, Yellow behalten und setze dann da noch. Obwohl, nee, muss ich gar nicht. Ich glaube, das reicht jetzt einfach erstmal so. Wir gucken dann nachher, wie das insgesamt mit dem Bild aussieht. So, und nur noch mal, um deutlich zu machen, wo der Unterschied liegt. Ich mache das Ganze noch mal auf 0 Grad, speichere das ab. Und ihr seht, jetzt ist sozusagen dieses Orange ist oben zu so einer kleinen Zeile geworden und der größte Teil von unserem Block, in dem unsere Liste sitzt, die ist jetzt gelb geworden. So will ich nicht, mag ich nicht, deshalb wieder auf 90 Grad. Gut, das kann man also mit Background-Image und mit dem Wert Linear Gradient machen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir anfangen, uns die einzelnen Buttons zu definieren. Bis dann.